Hallo und herzlich willkommen, liebe Trainfieber-Freunde. Ja, ich habe mir gedacht, da ich dieses Spiel recht dolle mag und auch mitgekriegt habe, dass viele Leute von euch dieses Spiel mögen, habe ich mir gedacht, zeige ich doch einfach mal ein paar Folgen hier. So, wir erstellen uns jetzt ein neues Spiel. Ich denke, wir machen erstmal Europa, Weltgröße, Mittel. Ja, das passt gut. Sieht. Ihr seid die Besten. Nein, wisst ihr was? So machen wir das. Jo, Startjahr 1850. Ich habe schon mal bis 1900 gespielt, aber noch nie weiter. Dann Schwierigkeit, Mittel, ja, komm. Landschaftstyp. Mittel. Lass uns das doch alles so machen, dann wird es ein bisschen anspruchsvoller und so. Und da sind wir auch schon in Game. Ich habe eben mal die Ladezeit übersprungen, weil ja, da hatte ich nur 5 FPS immer. Also mein Prozessor war halt wirklich vollkommen ausgelastet. Ja, das war jetzt noch die Willkommensnachricht. Und ich habe ein paar Mods drin. Städte in Ettersberg. Also es sind alles echte Städte. Aus ganz Deutschland so und noch ein paar andere Mods habe ich drin, die ein paar neue Wegen und sowas hinzufügen. Wir haben ein Startkapital von 2 Millionen und für die, die das Spiel wirklich noch gar nicht kennen, Train Fever. Ja, der Name sagt es vielleicht schon ein bisschen. Und man hat es auch schon an den Menübildern gesehen. Es geht hier hauptsächlich um Züge. Man kann hier Schienen bauen, man kann jedoch auch Straßen bauen. Und es geht einfach darum, hier quasi sein Imperium aufzubauen, sein Transportimperium. Und als erstes schalte ich hier mal Cargo- und Höhenlinien ein, weil die Höhenlinien sind extrem wichtig zu bauen. Ihr seht es hier schon. Hier wird es extrem hoch. Hier heißt, man kann hier keine Schiene quer durchlegen. Das wird sonst ein Tunnel. Und ein Tunnel ist verdammt teuer. Und ich möchte euch ja auch noch ein bisschen was über das Spiel zeigen. Und deshalb, ja, jetzt mal ein bisschen weiter rauszoomen kann ich nicht. Ich suche gerade mal eine passende Anfangsstadt. Lass uns doch Hamarde nehmen. Ein sehr, ja, komischer Name. Und zwar werden wir hier als erstes mal so ein bisschen die Straßen verbinden. Das macht das Spiel zwar auch von alleine, aber das können wir ja jetzt kurz für das Spiel übernehmen. Und zwar machen wir so hier, weil das hat nämlich einen ganz bestimmten Grund, dass ich das jetzt so mache. Ich möchte nämlich gleich hier eine Buslinie erstellen. Und die soll hier durch die ganze Stadt gehen. Und huch, als erstes will ich aber noch hierhin, ihr seht, hier ist relativ gleich hoch. Und wenn ich hier einen Bahnhof hinbaue, dann kann ich die vier Städte hier schon erstmal gut miteinander verbinden und hier dann durchs Tal sogar noch die hier weiter. Dann habe ich zumindest erstmal den Süden abgedeckt. Deshalb hier kurz, lüpp, mittlere Straße, hier hochlegen eine. Dann, wo haben wir einen Bahnhof? Genau, der Bahnhof ist hier. Und da das quasi unsere Hauptstadt hier wird, müssen wir erstmal eine große Investition wagen. Und zu einer großen Investition gehört ein großer, großer, großer Bahnhof. Den haben wir hier, den haben wir jetzt schon mal gebaut. Und als erstes bauen wir aber hier noch einen Busbahnhof hin. Ah, nein, schaut mal hier. Großer Busbahnhof und großer Trambahnhof. Das sind zwei Mods, die ich mir noch installiert habe. Ich mache hier nämlich jetzt erstmal noch einen großen Busbahnhof hin. Und nebenan noch einen großen Trambahnhof. Das ist ja witzig. Ich habe das quasi jetzt hier so reingebaut. Na egal. Was wir aber noch benötigen, ist etwas, wo die ganzen Fahrzeuge, die Trams und die Busse überhaupt rauskommen. Und das ist halt das Straßenfahrzeugdepot und das Tramdepot. Ich baue die jetzt alle schon mal hin, weil die Stadt, die entwickelt sich langsam weiter. Hier spawnen quasi überall neue Gebäude. Die Stadt wächst. Je besser die angebunden ist, je mehr Rohstoffe die geliefert bekommt. Denn man kann hier halt auch beispielsweise hier von diesem Eisenbergwerk kann man Eisen transportieren. Und zwar ist gerade nichts in der Nähe. Aber hier beispielsweise, ihr seht schon, hier eine
Ölquelle, die wird zur Raffinerie gebracht und die Raffinerie transportiert es dann in die nahen Städte. Das macht er jetzt ganz alleine, aber das können wir später irgendwann übernehmen mit unseren Autos und da schön die Kohle absammeln. Und das werden wir auch tun, doch jetzt erstmal müssen wir hier eine ordentliche Buslinie bauen. Und das bedeutet Bushaltestellen. So, fangen wir doch schon mal an, hier einfach ein paar Bushaltestellen hinzupflatschen. Klatschen, wie auch immer. Ich mache die in recht kleinen Abständen immer, damit die Leute überall ein- und aussteigen können ganz schnell. So. Das baue ich mal noch schnell fertig jetzt hier. Das dauert ganz kurz. So. Ich versuche die halt immer auf beide Straßen zu bauen, weil falls ich irgendwann mal in die andere Richtung fahren muss, da habe ich die gleich da stehen und muss sie dann nicht erst später bauen. Ja, die Abstände sind jetzt ein bisschen größer geworden hier hinten. So, ich habe hier eben noch mal ein bisschen rumgebaut, deshalb der kurze Cut. So, und jetzt müssen wir Folgendes machen. Wir müssen hier unten eine neue Linie erstellen. Und zwar schaue ich mal eben, wie die Stadt hier heißt. Hamwarde heißt, wir nennen das Ganze hier einfach mal Hamwarde. Und zwar ist das eine Buslinie, und zwar die erste. Und die bestimme ich jetzt einfach mal. Huch, das war nicht ich. Und zwar hier von diesem großen Busdepot soll der einfach hier im Uhrzeigersinn durch die Stadt durchfahren und die ganzen Leute einsammeln und dann schön zu meinem Bahnhof bringen, wo sie dann in die nächsten Städte fahren können. Die Bewohner haben nämlich das Bedürfnis, innerhalb von 20 Minuten ihr Ziel, also ihre Arbeit oder die Einkaufsmöglichkeit zu erreichen. 20 Minuten, wenn wir es auf einfach laufen lassen. Das sind dann, ist dann wahrscheinlich ein Jahr ungefähr so in Game-Zeit oder sogar zwei. Aber naja, egal. Wir kaufen jetzt einmal ein paar Straßenfahrzeuge und wir sind hier halt noch um 1900 rum, auch 1800 rum, 1850. Und deshalb haben wir nur Postkutschen und Pferdefuhrwerke, aber von den Postkutschen, es hängt ganz kurz, wenn wir die das erste Mal kaufen, holen wir uns erstmal 8 Stück, weisen die hier auf diese Strecke zu, schließen noch diese ganzen kleinen Fensterchen. Und ich mache mal kurz Play. Und dann sieht man schon, die kommen hier alle raus und fangen jetzt an, ihre Runden zu drehen. Die warten halt immer so. Die kommen jetzt zwar alle hintereinander raus, aber die haben eine bestimmte Zeit, die sie also alle 81 Sekunden, Ingame-Sekunden, kommen sie halt an einer Station vorbei und deshalb pro Station warten die jetzt ein bisschen, damit die diese Verzögerung herstellen können. So, und unser Riesenbahnhof wollen wir jetzt mal verbinden, und zwar mit welcher Stadt denn? Was denn gerade so das nächste? Wir haben zwar eine schicke Position gewählt hier und hier warten auch schon unglaublich viele Leute. Da stelle ich gleich mal noch 8 Busse ein. Oder Pferdefuhrwerke halt. Naja, was ich sagen wollte, wir haben uns zwar eine schön in der Mitte gelegene Stadt jetzt gesucht, wo wir erstmal an alles gut rankommen, aber die ist halt arschweit entfernt von allen anderen Städten. Und das ist richtig blöd. Ja. Aber was wir jetzt noch machen können, ist, wir gruppieren das hier mal mit unserem Bahnhof und den Bahnhof gruppieren wir mit dem Trambahnhof. Die sind jetzt eine Gruppe, bedeutet, das ist eine Haltestation. Wenn irgendjemand zum Bahnhof möchte, läuft er nicht dahin, sondern er wird quasi durch mich jetzt gezwungen, mit dem Bus hierher zu fahren. Was uns natürlich einiges an Kohle einbringt. Und wir brauchen Kohle, ne? Deswegen sind wir hier. So, ich frage mich bloß, warum die hier reinfahren, warum die nicht da reinfahren. Naja, aber egal. Vielleicht ist es schlauer. Ich weiß, wir geben jetzt nur unnötig Geld aus, aber später ist es dann wichtig. Ups. Nicht richtig gebaut. Später ist es dann wichtig, dass wir die möglichst gerade hingebaut haben und dass die halt die Leute gut hinkommen. Ich schau mal eben, ob sie das jetzt hier eben. Ah ja, okay, die 1. Also ich hoffe, der fährt jetzt in den Busbahnhof, weil später, wenn wir hier Trams haben, dann fahren die uns nämlich sonst hier alle in den Trambahnhof rein und der ist dann total verstopft. Und das wollen wir ja nicht. So, welche Stadt sollen wir jetzt verbinden?
Ich glaube, ich verbinde jetzt einfach mal Holzkoppel. Ein super Name, wenn ich das anmerken darf. So, als erstes, ich würde den Hafen, sage ich schon, unsere Straße hierhin basteln. Und dazu müssen wir aber erstmal diese Straße hier wegkriegen. Heißt, ich lege die ein bisschen weiter hier hinten hin. So. Und werde die hier jetzt löschen. Jetzt ist es ziemlich laut. Entschuldigung, das Abrissgeräusch ist irgendwie verdammt laut. Kann ich nichts gegen tun. Und wir werden jetzt hier eine Straße bauen. Noch eine kurze. So hier ungefähr. Ja, das passt. So, 7000 kostet dieses kurze Stückchen Straße. Unverschämtheit. Und nein, wir wollen keinen fünfspurigen. Aber wir müssen an die Zukunft denken. Deshalb baue ich jetzt schon mal einen dreispurigen hin. Und zwar so hier. Ja, da können wir die gut verbinden, weil dann fahren wir nämlich hier gleich weiter nach da hinten. Und das ist im Prinzip das, was wir wollen. So, der ist jetzt verbunden, aber wir brauchen auch hier eine Tramlinie oder eine Buslinie eben, die unsere Leute, die Bus fahren wollen, eben hierhin bringt. Heißt, wir müssen jetzt erstmal wieder hier unsere Stadt ein bisschen schön bauen. Bedeutet, dieses Gebäude kostet 1 Million wegzumachen. Ist nicht wahr, oder? Ja, jetzt haben wir diese Straße hier umsonst gebaut. Na, egal. Verbinden wir eben die beiden hier. Ich will halt eine möglichst runde hier durchs Dorf fahren. Und deshalb, ja, mache ich das so. So, bedeutet, hier vorne. Upsala. So, hier jetzt. Busbahnhof. Trambahnhof. Die Depots müssen wir hier eigentlich nicht hinmachen. Die können im Prinzip auch aus der anderen Stadt gefahren kommen. Aber ja, zumindest bei der Tram ist es praktischer, wenn wir die hier haben. Und jetzt fehlen uns nur noch diese kleinen Haltestellen hier. Und davon kommen hier wieder ordentlich welche hin. Schließlich sollen die Leute nicht weit laufen müssen, um zur Arbeit zu kommen oder so. Selbst wenn die nur eine Station fahren, sollen die unseren Bus nehmen und schön Geld bei uns ausgeben. Denn alles, was wir wollen, ist Geld. Wir wollen die reichsten Bonzen hier werden. Wir wollen ein riesiges Transportunternehmen aufbauen und unglaublich viel Kohle einfahren. So, jetzt müssen wir mal gucken. Holzkoppel. Ja, das ist doch ein deutscher Name. Ich hatte halt vorher immer auf Englisch gespielt und da waren die Namen wirklich schrecklich. Also, da schätze ich mich hier echt fröhlich, dass ich jetzt sowas habe. Also, dass ich das deutsche Sprachwerk habe. Holzkoppel und zwar Bus 1, weil das ist ja jetzt eine andere Stadt, das ist ja auch ein anderer Bus. Und hier fahren wir wieder im Uhrzeigersinn rum. Das ist schick gemacht, man muss nur die Nähe von den Dingern klicken und nicht genau drauf, sonst, also die Nähe von dem Schild, weil sonst würde man einfach verrückt werden. Das, ja. So, jetzt müssen wir hier die noch wieder schön gruppieren. Und jetzt nochmal gucken. Ja, schön, die fährt jetzt hier durch und nicht durch den Trambahnhof. Das wäre nämlich echt blöd. Und da wir jetzt kein Geld mehr haben, um uns hier Fahrzeuge zu holen, werde ich das mal so machen. Und zwar haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Stück. Ja. Und ja, Holzkoppel und Hammwarde sind nicht mal verbunden mit einer Straße. Heißt, hier muss ganz dringend eine Zuglinie hin und deshalb ja, war es auch besser mit dem Busdepot, was ich da schon gesagt hatte. So, und diese kleinen Anzeigefenster, die ziehen halt extrem viel Performance. Sobald ich 5 von denen offen habe, gehen meine Frames unter 15. Und das ist echt Kacke für die Aufnahme. Und da kann ich die Grafik runterstellen, wie ich will. Die ist jetzt momentan aufs Höchste. Und jetzt momentan so habe ich 60 Bilder und jetzt 30.
Also glatt halt immer, weil Fraps das ja immer so abschneidet quasi. Was machen die denn hier? Kein Weg. Holzkoppel haben wir. Sind sie noch? Ich verstehe nicht, was die für ein Problem haben gerade. Okay. Okay. Löschen wir alles nochmal? No, ich darf das jetzt alles einzeln löschen? Nein, gut. Zum Glück. Haltestelle hinzufügen. So, noch einmal das Ganze. Den ganzen Spaß hätte ich schon gesagt, aber so spaßig ist es gar nicht, hier einfach nur eine Route zu bestimmen. Aber wir müssen natürlich dann auch dafür sorgen, dass die möglichst profitabel bleibt. Und irgendwie fahren wir gerade nur Verluste ein. Und Verluste sind nicht gut. Boah, ist das laut. So, ich muss jetzt halt mal gucken. Die fahren alle hier lang und. Ja, okay. Es kann halt irgendwie sein, dass es Probleme mit diesem Mod hier gibt. Das wäre natürlich blöd. Echt blöd. Heißt, ich muss jetzt hier mal ganz genau aufpassen. Und hier später nochmal vorbeigucken, dass hier das wirklich rund läuft. Und hier hinten warten auch schon überall Leute, finde ich super. Und deshalb leihen wir uns jetzt auch nochmal 1 zu 3. 1000 und haben jetzt einen Kredit von 2,5 Millionen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir hatten ja vorhin auf dem anderen auch 16, wenn ich mich recht entsinne. Egal, ich weiß es nicht mehr. Doch, es gibt hier einen Weg rüber. Hier ganz, ganz klein sieht man den nur. Ich weiß auch nicht, warum das vorhin nicht funktioniert hat. Jetzt funktioniert es auf jeden Fall, hoffe ich mal. Vielleicht lag es halt wirklich daran, dass das von diesem Mod ist. Ich muss mal eben was trinken. Bei mir ist es halt arschheiß und es ist um 9. Ja, erste Folge wird ein bisschen länger. Und ich habe mir vorgenommen, so ein bisschen zu schneiden, halt so Bauparts einfach mal so zu überspringen mit einem kleinen Cut, damit wir halt, ja, so einen kleinen Sprung drin haben. Ich sag einfach mal, das wirkt professioneller, so ein Stück weit auch. Und ja. Ich schau mal. Nächstes Ziel auf jeden Fall. Wir verbinden diese beiden Bahnhöfe hier durch dieses Tal durch. Da werden wir uns noch ein bisschen was leihen müssen. Oder ich lasse es noch laufen, so ein Jahr lang oder so. Und dann werden wir uns hier diese Fabrik, diese beiden Dinger hier, wo ich das vorhin schon erklärt habe, einfach mal zu Nutzen machen und unsere LKW-Bahnhöfe oder Verladestationen dorthin bauen. Und dann werden wir das zum ersten hier in die Stadt und dann werden wir hier nochmal so eine Straße hinbauen, hier in die Stadt bringen, weil wenn diese Fabrik mehrere Städte beliefern muss, jede Stadt hat halt ein Limit, wie viel sie braucht. Hier dieses Güterbedarf-Limit gedeckt, 2 von 20, also die kriegt so gut wie gar nichts, hier so ein bisschen. Und da hier kommen halt einiges an Zeug kommt hierher. Deshalb. Ich will da nur draufklicken, bitte. So. Genau, 25 von 31. Die Stadt ist ein bisschen größer, deshalb hat die auch mehr. Und 25 wird halt schon benutzt. Und wenn diese 31 maximal dann ausgenutzt sind halt, dann wächst die Fabrik auch nicht mehr. Hier, die produziert 25 und diese 25 gehen dann in die Stadt. Und wenn die Stadt wächst, heißt, indem wir halt so ihr Wachstum fördern durch Personenlinien, durch Transport von mehr Rohstoffe zu denen, wächst die Stadt halt und braucht mehr Güter und Rohstoffe. Und deshalb kann das eigentlich nur eine profitable Sache für uns sein. Und ja, wir werden uns dann mal ein Darlehen leisten und hier schön einen Bahnhof nach drüben, also eine Strecke nach drüben verlegen und dann hoffen, dass halt möglichst viele Leute hier rübergefahren kommen.
Und mit dem Zug fahren, statt hier über diesen Weg zu laufen, mit dem neuen Update kann ich diesen Weg halt auch nicht löschen, weil das eine Hauptverbindung ist. Und ja, früher gab es halt den Trick, dass wenn beispielsweise diese Fabrik, wenn du deinen LKW-Platz daneben hattest und der war aber zu unlukrativ, weil die LKWs alle paar Minuten nur gekommen sind und da hat die Fabrik sich gesagt, ja, da transportiere ich die doch selber so. Dauert zwar länger, geht langsamer, aber da muss sie mich dafür nicht bezahlen. Und da konnte man einfach die Straße abreißen und dann waren sie gezwungen, meinen Weg zu benutzen, was natürlich ganz cool war. Okay, vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt mir doch einfach mal so ein paar Kommentare über das Spiel rein, wie ihr das findet. Gebt mir eine Bewertung. Wie gesagt, freiwillig. So wie immer ist eigentlich alles freiwillig hier, aber ich würde mich natürlich freuen. So mehr über einen Kommentar als über ein Like, weil ein Like sagt zwar, hast du super gemacht, und ein Dislike sagt, ja, ist verbesserungswürdig, aber es sagt mir halt nicht, was ich gut gemacht habe und was ich schlecht gemacht habe. Und das ist es eigentlich, was man ja wissen möchte, wenn man Fehler macht oder wenn man etwas gut macht. Ja, ich hoffe, wir kriegen jetzt wieder ein bisschen Geld rein. So, ja, wird langsam rentabel hier. Will ich auch, je länger die da ist, diese Linie, desto mehr Leute fahren damit natürlich auch. Gibt es ja hier eine Anzeige, 24%, im anderen Dorf sind es deutlich mehr. Aber ja, schauen wir mal, wie sich das jetzt entwickelt. Die haben hier den schönen Acker mitten in der Stadt, auch schön. Ja, dann vielen Dank fürs Zusehen noch einmal. Lange Folge wieder, so als erstes. Und wir sehen uns dann im nächsten Part.